Montagabend, 20. April, 18 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem Ionno Marktausblick und unserer Chartanalyse. Mein Name ist Tom Neske. Ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ja, worum wird es gehen? Für diejenigen, die neu sind, im ersten Part wollen wir uns, wie gesagt, die wichtigsten Wirtschaftsdaten für die aktuelle Handelswoche anschauen. Im zweiten Part werde ich dann relevante Märkte wie Gold, DAX und Co. analysieren unter charttechnischen Gesichtspunkten. Und der dritte Part, der wird euch gehören. Da könnt ihr mir Titel nennen, die ihr gerne analysiert haben wollt. Und das werden wir dann unter charttechnischen Gesichtspunkten machen. Das Ganze, den ersten Part, machen wir anhand unseres PDF-Dokuments. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne downloaden. Den Link habe ich euch gerade hier in den Chatbereich mit reingestellt. Dann könnt ihr das Ganze gerne nutzen. Und mit dem wollen wir jetzt hier auch anfangen. Es ist eine relativ nachrichtenarme Woche, deshalb wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Wir sehen das hier schon, wenn wir uns die Wirtschaftsdaten für den heutigen Tag anschauen. Sehr, sehr wenig hier los. Wir hatten um 1:50 Uhr Daten aus Japan bekommen, Dienstleistungssektorindex. Für den Monat Februar war mit minus 0,6 prognostiziert, kam letztendlich rein mit, muss ich kurz schauen, plus 0,3, also etwas besser als erwartet, trotzdem noch relativ schlecht die Zahl. Dann die Erzeugerpreise um 8 Uhr, da wurde es interessant für uns für den Monat März, für Deutschland war mit 0,1 im historischen Stand, 0,2 die Prognose, kam dann auch wieder mit 0,1 etwas schlechter als erwartet rein, hat die Märkte heute aber nicht dem entsprechend hier von einer positiven Performance abhalten können, hat aber andere Ursachen. Das schauen wir uns im charttechnischen Part nochmal an. Und um 12 Uhr nochmal von der Bundesbank der Monatsbericht für den Monat April, der war relativ freundlich. Ja, und aus Amerika heute Daten vom Chicago Fed National Activity Index. Der ist mit minus 0,42 dann doch deutlich schlechter ausgefallen und deshalb hier auch heute Nachmittag dann etwas verhalten die Marktdaten. Ja, das war es dann auch schon für den heutigen Tag, aber so sieht auch fast die ganze Woche aus. Wir schauen uns deshalb gleich mal den morgigen Tag an. Gehe hier auch relativ schnell durch, weil ihr das Ganze euch ja hier als Dokument nochmal downloaden könnt. Und morgen haben wir dann ganz wichtige Daten um 11 Uhr bei uns für Deutschland vom ZEW-Institut, die Konjunkturerwartung für den Monat April. Die werden recht interessant sein. Genau dann auch um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartung für die Eurozone. Dann nochmal Zahlen zu den öffentlichen Finanzen aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2014 für die Eurozone. Ja, und aus Amerika bleibt es auch ruhig. Wie immer, dienstags haben wir Zahlen vom Redbook zu den Einzelhandelsumsätzen zur Vorwoche und für unsere Commodity-Trader wie immer um 22:30 Uhr die API-Öllagerbestände. Ja, und dann war das auch schon der morgige Tag. Wie gesagt, dann diese Woche wahrscheinlich doch im Schwerpunkt der Charttechnik. Wir sehen das auch am Mittwoch sehr, sehr nachrichtenarm hier. Zahlen aus Japan und aus China, Handelsbilanzsaldo für den Monat März sowie aus China der Index der Frühindikatoren, immer ein ganz interessanter Index. Ja, und aus Europa eigentlich nur Zahlen aus Italien zu den Einzelhandelsumsätzen für den Monat Februar. Ja, und aus Großbritannien nochmal das Protokoll der geldpolitischen Notenbank-Sitzung. Ja, und das war es dann eigentlich für uns auch schon um 16 Uhr nochmal recht interessant. Das Verbrauchervertrauen für den Monat April für die Eurozone, diesmal aber noch ohne Prognose. Da wird es also spannend. Die Zahlen für März waren ja relativ schlecht mit minus 3,7 und aus Amerika nochmal der Verkauf bestehender Häuser für den Monat März ist immer nochmal ein ganz interessanter Indikator zur wirtschaftlichen Stimmung und die Rohöllagerbestände in Millionen Barrel für unsere Commodity-Trader. Und dann war das das auch schon am Mittwoch gewesen. Am Donnerstag wird es dann ein bisschen nachrichtenreicher werden. Wir sehen das jetzt hier schon, auch viele wichtige Zahlen. Um 0:01 Uhr gleich vom BMF die Monatsberichte für den Monat April, Japan Einkaufsmanager-Index. Und dann geht es bei uns in Europa los um 8:45 Uhr in Frankreich mit dem INSEE-Unternehmensvertrauen. Um 9 Uhr nochmal aus Frankreich der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor hinterher. Aus Spanien noch die Arbeitslosenquote fürs erste Quartal. Die wird wahrscheinlich höher ausfallen. Eine Prognose haben wir nicht, aber die Zahlen werden sich so in Richtung 25 bewegen. Und um 9:30 Uhr dann natürlich auch noch bei uns aus Deutschland der Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe für den Monat April sowie nochmal der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor und das Ganze ab 10 Uhr dann auch nochmal für die Eurozone, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor für den Monat April. Aus Amerika dann wie immer donnerstags um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und vom Market Institute einmal den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Und um 16 Uhr nochmal ganz wichtig aus Amerika die Neubauverkäufe für den Monat März.
Ja, und das war dann auch der Donnerstag, wie gesagt, noch der nachrichtenreichste Tag dieser Woche. Am Freitag, wir sehen es, wird es dann auch noch mal relativ ruhig bei uns in Deutschland, noch mal einige wichtige Zahlen, nachdem wir aus Japan Dienstleistungspreise für den Monat März und den Gesamtwirtschaftsindex für den Monat Februar bekommen haben. Wird es bei uns um 8 Uhr nochmal interessant. Einmal Aufträge aus dem Bauhauptgewerbe, immer wichtiger Indikator. Viel wichtiger aber um 10 Uhr. Das habe ich euch auch hier auch nochmal markiert mit dem gelben Pfeil. Vom Ifo-Institut der Geschäftsklimaindex für den Monat April, genauso wie die Geschäftslage für den Monat April und natürlich die Geschäftserwartungen für den Monat April. Da wird es also am Freitag hier um 10 nochmal richtig spannend werden und das sollte dann auch nochmal für entsprechende Bewegung an den Märkten sorgen. Und aus Amerika um 14:30 Uhr auch nochmal wichtige Zahlen, Auftragseingang zu den langlebigen Wirtschaftsgütern. Ja, und die Woche wird wie immer beendet durch den Commitment of Traders Report. Und das war's dann auch für die Woche. Wir haben es gesehen, relativ nachrichtenarm, donnerstags und freitags hier noch die wichtigen Daten. Deshalb dürfte in der aktuellen Woche die Charttechnik ausschlaggebend sein für die Kursbewegung am Markt. Und die wollen wir uns dann jetzt auch anschauen. Was ist aus unseren Analysen in der letzten Woche geworden? Wie haben sich die Märkte entwickelt? Und dazu rufe ich uns mal hier dann gleich unsere Ayondo Markets Handelsplattform auf. Und hier sehen wir auch schon als erstes den DAX 30 Chart. Wie immer auf Tagesbasis, wie immer als Candlestick Chart. Ja, und ich fange dann mal an zu zeichnen und dann werde ich das Ganze hier dementsprechend kommentieren. Wir sehen und wir hatten es ja auch in den letzten Wochen immer wieder besprochen. Wir haben uns in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier seit Anfang des Jahres beim DAX 30 Index befunden, hatten dann einen wichtigen Kampf um die Marke bei 12.000 Punkte gehabt, hatten diesen Kampf aber eigentlich auch gewonnen gehabt. Wir hatten diesen Ausbruch, wenn ich mir hier auch mal den kurzfristigen Chart reinlege, hatten wir hier praktisch schon Ausbruchdreieck und wir sind nach oben ausgebrochen. Hatten wir noch in der letzten Woche drüber gesprochen, da sah es sehr, sehr gut aus. Unser erstes Kurs hier bei 12.250 hatten wir erreicht. Die 12.5, die haben wir nicht mehr erreicht. Ging dann in der letzten Woche doch relativ straight nach unten. Wir haben gut 5,5% verloren. Da sieht man mal, wir haben gesagt, unter 12.000 sollte man sich hier aus dem Markt verabschieden. Das war auch gar nicht schlecht gewesen. Markt ging ja runter bis 11.600 Punkte, hat 5,5% in der letzten Woche verloren. Und wir sehen das auch mit diesem Ausbruch nach unten. Wir sehen das hier genau. Ich zeichne euch die Kerze hier nochmal ein. Das ist die Durchbruchkerze durch diesen längerfristigen Aufwärtstrendkanal. Haben wir eigentlich auch eine größere Korrektur hier am Markt mit eingeläutet. Wir sehen zwar heute diese Gegenbewegung, wer die Webinare aber hier schon öfter mal verfolgt hat, sieht, dass es sich hier eigentlich um ein sogenanntes Pullback handelt. Das heißt, nach einem Bruch dieser wichtigen Unterstützungsmarke sehen wir hier eine Gegenbewegung. Die kann hier auch durchaus nochmal an die 12.000, sogar bis 12.100 Punkte führen. Da sollte dann allerdings Schluss sein hier in diesem Bereich. Und wie gesagt, da wird es natürlich super spannend. Schaffen wir nicht diesen Aufwärtstrendkanal, den wir durchbrochen haben, der jetzt bei 12.100 liegt, der jetzt eine Widerstandsmarke ist, zurückzuerobern, dann dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen diese Korrektur weiter fortsetzen. Ja, und dann muss man sogar die Marke hier unten bei 11.000 Punkte ins Visier nehmen. Das wäre die nächste große charttechnische Unterstützungsmarke, die wir hier am Markt sehen, basiert auf den historischen Ständen, die wir hier Anfang Februar, da war es noch das Widerstandsniveau markiert haben. Das würde jetzt natürlich dann das entsprechende Unterstützungsniveau werden. Und wir haben auch keine großen Auffanglinien, also noch fast 900 Punkte Platz nach unten. Wir nähern uns ja auch den schwachen Börsenmonat Mai an. Gibt ja das alte Sprichwort Sell in May and go away. Wir haben natürlich deutliche Gewinne, waren seit Jahresanfang fast 25% vorne. Jetzt haben wir schon mal gut 5% korrigiert. Heute wieder ein Prozent mit draufgepackt. Also da ist auch viel Platz nach unten. Und wie gesagt, da ist auch durchaus eine Korrektur in den kommenden Tagen und Wochen in Richtung 11.000 Punkte denkbar. Das, was wir heute sehen, ist wie gesagt nur eine charttechnische Gegenbewegung hier am Markt, ein sogenanntes Pullback. Wir sehen das aber auch, wenn wir hier auf unsere Indikatoren schauen, die wir immer zur Hilfe nehmen, sprich MACD und Stochastik, haben hier in der letzten Woche am Donnerstag, wo wir auch diesen Unterstützungsaufwärtstrend hier durchbrochen haben, hier das Verkaufssignal im MACD generiert, sowie in der Stochastik, der sich ja eh schon in der überkauften Zone befunden hat. Ja, und damit hat sich das Bild natürlich hier auch mittelfristig deutlich eingetrübt beim DAX 30. Wer noch in Position mit drin ist, wer den Stop letzte Woche bei unter 12.000 nicht geschafft hat, sollte mal schauen, sobald wir hier kurzfristig wieder drehen, sich dann doch von den Positionen zu verabschieden, weil wie gesagt, wir haben hier deutliches Potenzial noch nach unten.
in Richtung der nächsten großen Marke bei 11.000 Punkte. Und das wird dann auch relativ schnell gehen. Wir haben es in der letzten Woche ja schon gesehen, 5,5% innerhalb von 5 Handelstagen. Das war schon mal ein deutlicher Satz nach unten, alleine über 2% am Freitag. Und das ist natürlich diesem Durchbruch nach unten hier geschuldet. Das haben die Anleger gesehen. Die Marke lag hier im Markt. Als dann am Freitag gleich zum Handelsstart natürlich die 12.000 gefallen ist, war das eine klare psychologische Reaktion hier am Markt. Viele haben hier ihre Stop-Kurse positioniert und dann erklärt sich auch mal so ein Verfall von 2,2% hier am Markt. So, das war der DAX 30 Index. Schauen wir uns mal das Pendant, den großen Bruder an, wie immer den Dow Jones, und wollen uns mal hier ein bisschen das Bild anschauen. Ja, und der ist eigentlich auch, wir hatten hier am Freitag auch diesen relativ starken Verfall gesehen. Das war natürlich auch im aktuellen Widerstandsniveau geschuldet. Ich zeichne das nochmal ein, wenn ich die letzten Höchststände, die wir am Anfang März, Ende März, 23. März miteinander verbinde, sehen wir, haben wir natürlich hier ein schönes Widerstandsniveau gehabt. Und genau an diesem Widerstandsniveau hatten wir auch in der Vorwoche schon gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass wir hier eine Top-Bildung sehen. War der Bereich so bei 18.100 Punkte. Genau da haben wir dann auch diesen Doji ausgebildet, den ich jetzt markiert habe und natürlich den am nächsten Tag hier komplettiert mit einer deutlichen Korrekturkerze. Die hat in den Unterstützungsbereich geführt. Der liegt ja hier schon lange im Markt. Diese Zone zwischen 17.600 und 17.750 ist auch das aktuelle Unterstützungsniveau. Ja, heute sehen wir auch ein Pullback hier am Markt, deutliche Gegenbewegung, aber sind hier natürlich im Bereich 18.100 immer noch stark gedeckelt. Und solange wir natürlich hier nicht den Ausbruch schaffen über diese Marke von 18.1, bleiben wir auch in dieser Seitwärtskorrektur, die wir hier eigentlich seit Anfang März sehen. Diesen Seitwärtstrendkanal sind nach unten, wie gesagt, sehr, sehr gut unterstützt im Bereich 17.600 bis 17.750. Diese Zone darf aber auch auf keinen Fall fallen, weil wenn wir unter diesen Unterstützungsbereich gehen, geht es hier relativ straight auch in Richtung 17.250. Da haben wir nochmal eine schöne Unterstützung, die wir hier Anfang Januar herauskristallisiert haben. Aber als nächste charttechnische psychologische Marke liegt dann auch schon hier die Zone bei 17.000 im Markt. Ja, und wenn, wie gesagt, der DAX kippt oder der Dow Jones kippt, dann ist hier wirklich viel Platz nach unten. Also auch hier bleibt spannend. Hier sind wir noch nicht ganz so weit. Der MACD-Indikator ist noch in einem positiven Zyklus. Die Stochastik ist an der überkauften Zone, hat aber hier noch nicht die Verkaufssignale generiert. Also da wird es wirklich in den nächsten ein, zwei Tagen spannend. Schaffen wir hier wirklich den Ausbruch über die 18.1 oder scheitern wir erneut an dieser Marke? Das wäre das vierte Mal, dass ein Markt scheitert. Und wir wissen aus der Charttechnik, desto häufiger wir an so einer wichtigen Chartmarke scheitern, desto höher ist dann natürlich auch das Korrekturpotenzial nach unten und dann wird es relativ schnell, wie gesagt, kurzfristig im ersten Step in Richtung 17.600, mittelfristig dann sogar Platz bis 17.250 bis 17.000 Punkte. Also auch hier nur noch eine neutrale Marktposition beim Dow Jones, so wie wir es eigentlich schon seit Anfang März hier haben. Da befinden wir uns ja in diesem Konsolidierungsformat hier und wie gesagt, das ist noch nicht aufgelöst und löst sich auch erst auf mit dem Sprung über die 18.1 oder aber mit dem Fall unter die 17.600. Dann dürfte hier auch wieder richtig Schwung sein. Ansonsten bewegen wir uns hier immer weiter in so einem leicht zulaufenden Dreieck und wie gesagt, dann müssen wir die Entscheidung hier halt noch etwas vertagen. Momentan also auch hier beim Dow Jones kein Handelsbedarf, um sich hier wirklich in die eine oder andere Richtung unbedingt positionieren zu müssen. So, das waren unsere beiden Indizes, die wir uns wie jede Woche anschauen. Jetzt wollen wir uns natürlich auch wieder unseren Rohstoff anschauen. Da schauen wir uns ja immer den Rohstoff Gold an. Ja, und der klebt an der Marke von 12.000 Punkten relativ fest. Da hatte sich das Bild ja auch ein bisschen eingetrübt. Wir sind an das Widerstandsniveau, das wir hier bei 1.225 im Markt liegen haben, rangelaufen, hatten dann die Korrektur gesehen, auch mal immer ein bisschen unter die Marke von 1.200 Dollar gerückt, aber mehr so eine Seitwärtskeilbewegung, die wir momentan sehen, aber das Bild trübt sich mehr und mehr ein. Wenn ich mir den kurzfristigen Chart hier einzeichne, dann sehen wir, haben wir den eigentlich hier schon in der letzten Woche durchbrochen, haben uns immer unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie hier bewegt. Das wäre diese klassische Pullback-Bewegung. Ja, und das, was wir heute sehen, ist eigentlich dieses klassische Abprallen an dieser Marke.
runter unter die 1200er Marke, was ja auch ein wichtiges psychologisches Niveau hier am Markt ist. Ja, und damit haben wir leider wieder Platz nach unten. Wir sehen, Stochastik ist im Korrekturmodus, MACD baut auch ein neues Verkaufssignal auf und wir haben jetzt natürlich Platz in Richtung 1150, da wo die Bewegung Mitte März hier am 16. gestartet ist. Das ist dann auch unser neues Kursziel im aktuellen Handelsszenario. Da haben wir wirklich hier nochmal gut $45 Platz nach unten. Also das Bild deutlich eingetrübt. Haben es nicht geschafft, hier über diese Marke wieder zurückzulaufen, diese Formation hier aufzuklären, sondern es blieb ein Pullback in der ganzen letzten Handelswoche. Ja, und heute sehen wir, wie gesagt, diesen Abpraller nach unten und der eröffnet uns eigentlich weiteres Kurspotenzial gegen Süden. Und da wäre als nächstes Unterstützungsniveau die 1175 ganz kurzfristig zu sehen. Das ist das Unterstützungsniveau, was wir hier aus Ende Dezember haben. Habe euch den hier nochmal mit einer Linie eingezeichnet. Die historischen Tiefstände, die wir hier hatten, beziehungsweise dann eigentlich die wahrscheinlichere Kurskonstellation hier aus Mitte März, diese Marke bei $1150 als das nächste zu setzende Kursziel. Also hier weiter im Short-Modus unterwegs. Wie gesagt, hat sich nicht aufgelöst, die Formation hat sich sogar noch eingetrübt und dementsprechend ist hier leider auch in den kommenden Tagen mir heute schon ein knappes Prozent Minus hier am Markt mit weiteren Kursverlusten beim Rohstoff Gold zu rechnen. So, das war Gold. Dann schauen wir uns mal die Euro-US-Dollar an, wie jede Woche aus dem Devisenbereich. Ja, und da hat sich das Bild in der letzten Woche eigentlich aufgeklärt, habe ja gesagt, im Rahmen der EZB-Sitzung wird spannend. Wir sind ja vor dieser Sitzung an das ganz, ganz wichtige Unterstützungsniveau bei 1,05 gelaufen. Das war der Freitag der letzten Woche. Diese Marke, die hat gehalten. Dadurch hat sich natürlich, hat es ja angedeutet, ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis gegeben. Stop-Kurs knapp unter diese Marke von 1,05. Zielkurs haben wir eigentlich im Markt und die gilt auch für die aktuelle Woche noch. Die Widerstandszone hier im Bereich 1,10 ist ja so ein Seitwärtskorridor, in dem wir uns jetzt hier eigentlich die letzten 4 Wochen bewegen. 1,10 obere Begrenzung, 1,05 die untere Begrenzung, sehen aber heute auch hier schon erste Gewinnmitnahmen nach der doch relativ freundlichen letzten Woche. Auch die EZB-Sitzung hat hier noch mal ein bisschen für Zündstoff nach oben gesorgt, konnte den Markt hier noch mal ein bisschen tragen. Aber so langsam geht uns hier doch so heute wieder die Luft aus. Also momentan in der neutralen Zone. Wer sich hier positioniert hat in der letzten Woche, der kann hier auch noch drin bleiben. Kursziel bleibt für dieses Szenario weiterhin die 1,10er-Marke hier mit im Raum und auf dem aktuellen Niveau ergibt sich eigentlich hier kein Handelsbedarf, wenn wir kippen sollten. Wie gesagt, noch ist MACD mit einem neuen Kaufsignal dabei, die Stochastik mit einem neuen Kaufsignal mit dabei, sollte uns eigentlich in den kommenden Tagen durchaus nochmal in Richtung der 1,10 tragen können. Wenn wir kippen, geht es natürlich ganz schnell in Richtung 1,05. Das ist das nächste ganz klare Unterstützungsniveau. Und da wird es dann natürlich nochmal spannend. Längerfristig gesehen fällt die 1,05, werden wir uns definitiv in Richtung Parität bewegen. Also dann müssen wir leider die Marke hier bei 1,0 in den Raum legen. Und das wird dann das nächste Korrekturziel sein, wenn die Unterstützung bei 1,05 läuft. Momentan neutral, leicht positiv. Wer investiert ist, der bleibt drin. Würde mich aber unter 1,07 auch ausstoppen, um eben die Gewinne der letzten Woche hier mit zu realisieren. Waren dann ja knapp 200 Pips gewesen, weil unter 1,07 wird es dann relativ schnell auch wieder in den Korrekturmodus in Richtung 1,05 gehen. Als nächste kurzfristige Marke. Momentan ja genau in der Mitte hier, dementsprechend hier kurzfristig eine natürlich neutrale Markteinschätzung. So, das waren die Werte, die wir uns jede Woche immer anschauen, die ich euch hier immer vorstelle. Jetzt ist es natürlich wieder an euch. Ihr könnt mir hier über die Chatfunktion Titel nennen, die ihr gerne analysiert haben wollt. Wenn wir die hier auf unserer Plattform haben, werde ich das auch gerne tun. Die ersten Titel kommen hier auch schon rein und die werden wir dann dementsprechend hier auch abarbeiten. So. Wir sind gerade im Devisenbereich und der Frank hat uns den US-Dollar-Japan-Yen hier mal in den Raum reingestellt. Den werden wir natürlich dann auch gleich mal analysieren. Den haben wir nämlich längere Zeit jetzt nicht mit analysiert und deshalb können wir uns das Ganze hier auch gerne mal mit anschauen. Also als nächstes US-Dollar-Japan-Yen. Ja, hat sich auch nach unten korrigiert in der letzten Woche, eh anders als der Euro-US-Dollar. Und wir haben unsere wichtige Unterstützung, die wir hier im Raum drin zu liegen haben, bei 1,18, 1,18.
118,5 getestet. Wir sehen da, deshalb geht's hier heute nach oben, sind hier aber auch längerfristig gesehen in einem Korrekturmodus mit drin. Wir sehen, wir hatten hier die Marke bei 1,22 ja mal besprochen, hatten diese als Widerstandsniveau herauslokalisiert, sahen dann diese Korrekturbewegung, die schon mal an die 1,185 geführt hat. Ja, und jetzt legt sich hier, wie gesagt, so ein schöner Deckel rüber, an dem wir auch immer wieder scheitern. Das Unterstützungsniveau hier unten, das können wir sehr schön verteidigen. Und jetzt auch heute wieder der Gegenangriff. Das ist auch eine technische Gegenbewegung, die wir hier heute sehen. Einfach um die Unterstützungsmarke, die hier wirklich seit Anfang Februar im Raum liegt, zu verteidigen. Da wird es aber spannend. Wie gesagt, aufklären tut sich die Formation hier erst. Also neue Kaufimpulse würden wir erst über 1,2030 hier oben am Markt erhalten. Wenn wir also diese obere Widerstandslinie hier überwinden können, dann haben wir Platz wieder in Richtung 122. Ansonsten bleiben wir hier in diesem Korrekturmodus. Wir sehen, hier hat sich jetzt auch so ein Dreieck herauskristallisiert. Und wir laufen auch langsam in die Spitze dieses Dreiecks, was auch immer bedeutet, dass es dann zu einer Entscheidung kommen wird. Wichtig ist natürlich, dass hier das Unterstützungsniveau, das wir jetzt seit dem 9. Februar verteidigen, nicht unterschreiten, weil ansonsten haben wir deutliches Abwärtspotenzial. Springen wir unter diese 1,1830 bis 1,1850, haben wir natürlich Platz in Richtung 116. Das wäre das nächste Unterstützungsniveau hier am Markt aus der Charttechnik, das wir hier Mitte Januar am Markt markiert haben. Das wäre dann die nächste zu erwartende Kursbewegung. Und das wird dann auch relativ schnell gehen, weil wir, wie gesagt, diese Unterstützungsmarke hier wirklich sehr stark und sehr lange manifestiert haben. Wenn die fällt, dann geht es hier natürlich auch mit Schwung nach unten. Momentan neutral, kein Handelsbedarf. Wer langfristig, mittelfristig Short ist, der bleibt drin, der packt sich über 1,2030 seinen aktuellen Stop-Kurs für das Short-Investment. Und ja, mit dem Ausbruch darüber wäre natürlich diese Position dann glatt zu stellen. Oder aber dort könnte man denn eine neue Position Long eingehen. Da hätten wir dann wirklich, wie gesagt, Potenzial in Richtung 122. So, das war der US-Dollar-Japan-Yen. Südzucker würde der Code gerne haben. Meine ich, haben wir nicht mit drin. Ich gebe es nochmal ein. Aktien Deutschland. Aber ich glaube, die Südzucker hatten wir schon mal in der Anfrage, haben wir leider nicht mit drin, kann ich leider nicht analysieren. Deshalb gehe ich hier gleich mal weiter. Die nächste Anfrage ist vom Thilo, die Adidas-Aktie, die haben wir drin, die gucken wir uns auch gerne immer mal wieder an. Deshalb schauen wir uns die mal hier als nächste an. So, da ist Adidas. Und da haben wir hier jetzt auch schon den Chart. Ja, hier wird es auch spannend. Hat natürlich die Korrekturbewegung der letzten Wochen mitgemacht, konnte sich dem nicht widersetzen. Ja, und hier müssen wir uns jetzt einfach mal diesen längerfristigen Aufwärtstrendkanal hier reinlegen. Da sehen wir, haben wir hier gerade noch so das bei 73,30, dieses aktuelle Unterstützungsniveau. Auch wenn ich mir die ein bisschen kurzfristiger ziehe, diese Linie, hier durch die Marken läuft, hier wirklich bei 73,30. Wir sehen das, die kurzfristigen Unterstützungsniveaus zusammen. Deshalb hier heute auch die Gegenbewegung. Da wird es aber spannend. Kurz-, mittel-, langfristig sollten unter dieser Marke bei 73,30 die Stop-Kurse hier bei der Aktie von Adidas sehen. Wir sehen, wir sind hier zwar über die 75 gelaufen, haben die 80 hier aber nicht erreicht, sind in eine Korrektur gegangen. Und wenn wir auf unsere Indikatoren schauen, sowohl MACD als Stochastik aus der überkauften Zone hier mit Verkaufssignalen, das, was wir jetzt sehen, ist eine kleine Verteidigung des aktuellen Unterstützungsniveaus. Wenn diese Marke hier aber fällt, ich zeichne euch die nochmal ein, also die Marke bei 73,30, dann heißt es raus aus dem Markt, weil dann wird sich die in der letzten Woche begonnene Korrektur fortsetzen. Kurzfristig, nächste charttechnische Marke, ganz klar, die 70er-Marke, die wir hier als Unterstützung haben, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, werden dann wirklich hier fast in 5-Euro-Schritten weiterlaufen. Nächstes charttechnisches Unterstützungsniveau wäre dann die 65. Also kurzfristig Ziel dann in Richtung 70, mittelfristig Ziel dann in Richtung 65. Also man sieht, hier ist deutliches Korrekturpotenzial und die nächste Zone wäre dann sogar bei der 60 und dann bei der 55. Also immer in 5-Euro-Schritten kann man das Ganze dann hier auch laufen lassen, wenn sich dieses Short-Szenario hier auch als Handelssignal herauskristallisiert. Wie gesagt, ich würde mein allerspätestes Exit jetzt unter den Tiefständen, die wir am Freitag markiert haben, positionieren, weil damit würden wir die Aufwärtstrends, die ich euch eingezeichnet habe, hier im Markt verletzen.
Und das sollte dann für weiteres Kurspotenzial nach unten sorgen. Dürfen wir ja nicht vergessen, sind hier über 20, 25 € fast von den Tiefständen von der Unterstützung hier bei 55 im aktuellen Jahr gelaufen. Da haben wir natürlich deutliches Korrekturpotenzial nach unten. Kann euch das auch anhand der Fibonaccis mal einzeigen. Ist auch immer ein sehr schöner Indikator, den ihr im Rahmen eurer Analysen immer mal mit einbeziehen solltet. Wer das noch nicht kennt, kann ich es gerne mal zeigen. Wir haben hier diese Fibonacci Retracements. Das heißt, wir beginnen am Start der Bewegung. Das war das Kursniveau hier unten bei 55. Jetzt habe ich mich hier natürlich verzeichnet. Also ein neuer Versuch. So, jetzt muss ich hier unten erstmal das Ganze so ein bisschen zurückscrollen. So. Da haben wir das Kursniveau. Also nochmal, wir starten bei der Kursbewegung hier unten, ziehen uns die dann auf den Höchststand hier oben, war das Kursniveau bei 77,23. Ja, und dann sehen wir diese erste Zone hier ein bisschen tiefer als der von mir gesetzte Kurs 71,80, wäre das 23-prozentige Retracement. Wenn das fällt, dann wird es natürlich deutlich weiter runterlaufen. Und die nächsten Kursziele sehen wir dann auch sehr schön. 68,50, 65,80, immer im Rahmen der Retracements. Wie gesagt, noch sind wir in diesem Korrekturmodus, den wir noch bestätigen können. Wie gesagt, ich würde trotzdem sogar schon etwas früher rausgehen, hier unter die Tiefstände vom Freitag, weil dann haben wir wirklich deutliches Kurskorrekturpotenzial hier nach unten bei der Aktie. So, das war Adidas gewesen. K&S schaue ich mal, ob wir die haben. Müssten wir eigentlich auch mit drin haben. Ich schaue mal, ob ich sie schon im Portfolio habe. Jawohl, hier haben wir sie schon. Deshalb schauen wir uns die K&S als nächstes hier mit an. Und auch hier ganz, ganz klare Formation, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sticht sofort ins Auge. Wir sind hier wieder in den letzten Tagen an das Widerstandsniveau bei 32,50 gelaufen, haben es nicht geschafft, dieses Widerstandsniveau hier zu überwinden, weil das markante Top, was wir hier wirklich schon am 16. März herausgebildet haben, sahen dann die Erstkorrektur Richtung 30, die hat gehalten, nochmal hochgelaufen an das Niveau 32,50. Hier sehen wir es aber auch schon an den Kerzen aus der japanischen Candlestick-Terminologie. Shooting Stars, Dojis im Bereich des Widerstands nie gut. Der letzte Shooting Star sogar durch eine negative Kerze bestätigt, ist aus der japanischen Candlestick-Terminologie ein ganz klares Verkaufssignal. Sehen wir auch, wenn wir unsere Indikatoren zur Hilfe nehmen, MACD mit einem Verkaufssignal plus Stochastik mit einem Verkaufssignal. Also da wird es in den kommenden Tagen weitergehen. Wenn ich mir das Bild anschaue, ist es auch ein klassisches Doppeltop, das wir hier herausgebildet sahen. Wir sehen hier das erste Top und das zweite Top ist eine starke Verkaufsformation aus der Charttechnik. Also hier definitiv, wer noch drin sein sollte, realisiert die Gewinne. Hier wird es weiter nach unten gehen. Erster Step natürlich hier die 30, die werden wir unweigerlich in den aktuellen Tagen jetzt hier sehen. Das ist noch mal so ein bisschen das Unterstützungsniveau. Hier liegt noch so ein kleines Gap, war auch die Marke, die wir dann getestet haben. Denke aber mal, dass die hier beim zweiten Anlauf nicht verteidigt werden kann. Das heißt, hier wird es dann weiter nach unten gehen. Ja, und das nächste Kursniveau wäre dann hier schon die 27,50. Ja, und danach sogar Platz bis 25. Also hier ist deutliches Korrekturpotenzial nach unten. Hier kann man sich verabschieden aus dieser Aktie. Das, was wir heute gesehen haben, war nur ein kleines Gegenstemmen aufgrund des allgemein positiven Marktes. Hier werdet ihr in den kommenden Tagen sehen, wird es weiter nach unten gehen. Deshalb kann man sich hier gut entfernen aus diesen Positionen. Hier wird kein weiteres großes Aufwärtspotenzial bestehen. So, das war K&S von Adidas für den Thilo. Der Wolf, der hätte ganz gerne den Nikkei 225. Gehen wir also nochmal in die Indizes und hier auf den asiatischen Markt. Und da haben wir ihn schon, der heißt bei uns ein bisschen anders. Der heißt hier Japan 225, ist aber genau das Gleiche. Wer sich fragt und neu ist und wundert, was die Zahlen immer bedeuten, das ist die Anzahl der Titel der Blue Chips, die sich in diesem Index hier befinden. Da im DAX 30, wie gesagt, die größten 30 Deutschen. Hier Japan 225 oder Nikkei 225 sind halt 225 Unternehmen mit drin. Ja, auch hier sind wir an die wichtige Marke bei 20.000 rangelaufen. Da hatten wir auch in einem der letzten Webinare drüber gesprochen. Wichtige charttechnische, psychologische Marke konnte nicht überwunden werden, haben im allgemein schwachen Umfeld, was wir letzte Woche gesehen haben, auch hier eine Korrekturbewegung gesehen.
Ja, und da sehen wir auch heute so ein sogenanntes Pullback. Hier wird es jetzt aber auch kurzfristig interessant, wenn ich mir das Ganze einschaue. Nimm mir die letzten Tiefstände, dann sehen wir, befindet sich hier auch genau bei 19.500 das aktuelle Unterstützungsniveau und da wird es ganz spannend. Hat heute gehalten, konnte heute verteidigt werden. Wir sehen aber auch, es ist ein spitz zulaufendes Dreieck, momentan kein Handelsbedarf. Neutrale Markteinschätzung, wer drin ist, kann noch drin bleiben, sollte aber unterhalb der 19.500 Punkte hier seine Stop-Kurse platzieren, weil unter 19.500 wird es kurzfristig ganz schnell in Richtung 19.000 gehen und in der Folge haben wir dann sogar Plus bis Richtung 18.000. Da ist also sehr, sehr viel Potenzial hier nach unten beim Nikkei und wie gesagt, wir sehen, hier wird es in den kommenden Tagen zu einer Handelsentscheidung kommen. Auflösen im positiven Sinne, dass sich dieser mittel- und langfristige Trend fortsetzt, würde sich das ganze Bild erst mit dem Überwinden, mit einem Schlusskurs über 20.000 Punkte aktuell in dem Marktumfeld und natürlich auch von den Zeitzyklen nicht mitzurechnen, dass wir das jetzt hier Ende April, Anfang Mai sehen werden. Also ich denke mal, wir gehen hier eher in einen Korrektur-Modus über und wie gesagt, unter 19,5 dürfte hier Verkaufsdruck aufkommen. Wir sehen es auch, wenn wir die Indikatoren zur Hilfe nehmen, MACD schon in der letzten Woche hier auf Verkaufssignal umgeswitcht, Stochastik aus der überkauften Zone hier auf Verkauf geswitcht. Also auch hier trübt sich das Bild deutlich ein. Heute ist es nur ein Verteidigen dieser 19 Fünfer Marke, dieses Aufwärtstrendkanals, den wir hier noch in der Unterstützung haben aus dem kurzfristigen Bereich, fällt diese Marke, sollte man sich hier aus diesem Titel, aus diesem Index verabschieden oder halt, wie gesagt, wer die Möglichkeit hat und nutzt gerne mit Short Investments hier eindecken, dann dürfte es deutlich nach unten gehen. Erstes Ziel, wie gesagt, 19.000 und dann übergeordnetes Ziel, die 18.000 Punkte Marke. So, das war der Nikkei gewesen, dann scroll ich mal hier weiter durch. Was wir hier haben. So, könnten Sie den Link noch einstellen? Den hatte ich in die Chat-Funktion. Setze ich aber hier auch noch mal rein. Setze sie aber auch in den Chat noch mal rein fürs PDF-Dokument. Dann sollte der jetzt auch dementsprechend angekommen sein. So, Renault muss ich mal schauen. Haben wir noch gar nicht analysiert bei den Autoherstellern. Können wir mal schauen, ob wir die eventuell mit drin haben. Gucke ich mal. Nein, Repsol und Dings Renault haben wir leider nicht mit drin. Dann switche ich mal gleich um und guck mal. Und dann wären wir wieder im DAX angekommen. Der Thilo hätte ganz gern die Bayer-Aktie analysiert. Die schauen wir uns ja auch immer wieder mal an. Sollten wir uns heute auch mal anschauen. Machen wir jetzt auch hier als nächstes. Muss hier mal ein paar Linien wieder rauslöschen. Passiert, wenn man hier immer so ein bisschen viel drin rumzeichnet. Und dann geht es hier auch gleich los mit der Bayer-Aktie. Ja, hier ähnliches Bild. Wie gesagt, auch hier ein klassisches Doppeltop ausgebildet. Wenn ich mir in die letzten Höchststände aus Mitte März nehme, sehen wir, haben wir hier bei 145 ja schon mal so einen kleinen Korrekturmodus eingeleitet, haben dann nochmal den Angriff gestartet an diese Marke, ja, und sind leider aber auch wieder an dieser 145er Marke gescheitert und auch das Unterstützungsniveau bei 140 hat nicht gegriffen. Das heißt, wir sind hier in einem ganz klaren Verkaufssignal drin. Sehen wir auch, wenn ich uns hier mal so die Tiefstände miteinander verbinde, sehen wir, haben wir mit dem Bruch der 140 hier auch das ganz klassische Verkaufssignal des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Da sehen wir es. Ich habe es euch nochmal mit dem kleinen Rechteck hier markiert. Da ist der Durchbruch nach unten unter diese horizontale Unterstützung bei 140 beziehungsweise den langfristigen Aufwärtstrend, der das ganze Jahr 2015 jetzt schon Bestand hat. Da haben wir den Bruch. Das, was wir heute sehen, ist ein Pullback. Das kann auch nochmal in Richtung 140 laufen. Wer den Ausstieg hier nicht geschafft hat unter 140, der sollte die Bewegung, diese Gegenbewegung, die wir jetzt sehen in Richtung 140, dann gerne nochmal nutzen, um seine Position dann hier glatt zu stellen, weil das nächste zu erwartende Szenario ist, dass wir wieder gegen Süden drehen. Da haben wir dann die Kursmarke bei 130. Das wäre die nächste charttechnische Marke, die einfach aufgrund der ehemaligen Tops hier im Bereich Ende Januar, Anfang Februar beruhen.
130 ist die nächste kurzfristige Kurszielmarke. Ja, und dann können wir einfach schon ein bisschen weiter zurückscrollen. Wir haben hier das nächste Unterstützungsniveau dann bei 120. Also auch hier kurz- und mittelfristig deutliches Abwärtspotenzial. MACD und Stochastik ja schon seit längerer Zeit hier Ende März schon im Verkaufsmodus mit drin. Wie gesagt, auch hier hat sich ein klassisches Doppeltop herausgebildet, das sich auch nach unten hin aufgelöst hat. Also ganz klassisches Verkaufssignal. Also Bayer muss man auch nicht mehr im Portfolio haben. Ist gut gelaufen. Sie kommen ja von 110 hier mit dieser Kurskorrektur, sind an die 145 angelaufen, haben jetzt aber auch Platz 130 kurzfristig, 120 mittelfristig, ja und langfristig sogar wieder an dem Beginn dieser Erholungsbewegung bei 110. Also da muss man jetzt nicht mehr unbedingt hier mit drin sein. So, das war die Bayer-Aktie gewesen. Schauen wir mal, wo es sonst noch weitergeht. Hier fragt jemand nach interessanten Einstiegen. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Der Link, der ist auch angekommen. So, geht noch die Lufthansa? Na klar, geht die noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Jakob hätte gern die Lufthansa. Hätte ich auch noch mit analysiert. Ist nämlich auch ein ganz interessanter Titel, den wir uns ja auch immer wieder mit anschauen. Ja, und wie wir es eigentlich in den letzten oder vorletzten Webinar besprochen haben, die Reise geht weiter. Leider nach Süden. Und klar, wenn der Gesamtmarkt dann natürlich auch noch kippt, die konnte ja auch sich im positiven Gesamtmarkt nicht behaupten. Ja, und wir sehen jetzt leider sogar das Szenario, dass sich dieser Abwärtstrend Kanal wie so ein Fächer hier aufbaut, leider nach unten. Das deutet immer auf eine Beschleunigung dieses Abwärtstrendskanal hin. Ja, und wir hatten ja über die wichtige charttechnische Marke bei 13 gesprochen, wo ich gesagt habe, wenn die nicht hält, raus aus diesem Markt, dann geht es definitiv weiter gegen Süden. Habe euch das Ganze hier mal eingezeichnet und da sehen wir, wir hatten hier diesen Durchbruch in der Vorwoche. Das ist dieses klassische Pullback, was ich euch jetzt auch immer bei anderen Werten genannt habe. Wenn so eine wichtige Marke fällt, sehen wir eine Gegenbewegung, Gegenbewegung ran an diese Marke, die wird zum neuen Widerstand. Wir sind klassisch dran gescheitert und haben jetzt hier wieder Kurs aufgenommen. Zielmarke war 12, bleibt auch bei 12, muss den Chart jetzt sogar mal stauchen, weil wir könnten uns hier sogar tiefere Kursniveaus mit anschauen, wo es dann hingehen kann. 12, also die nächste Marke, aber die wahrscheinlichere Marke hier im mittelfristigen Bereich ist leider sogar hier das Unterstützungsniveau, das sich bei 11 Euro befindet. Also hier noch weiter Potenzial, hier keine Entwarnung. MACD Stochastik bleiben negativ und wir haben hier weiteres Potenzial mit dem neuen Abpraller. Kurzfristig 12, da sind wir fast dran, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber hier mittelfristig sogar die 11-Euro-Marke, der Bereich, wo wir Mitte Oktober eigentlich mal mit dieser positiven Bewegung, die uns ja in Richtung 15,50 geführt hat, gestartet hat. Das wird jetzt leider dieser neue Korrekturbereich. Und das kann ich euch auch nochmal ganz schön hier an dem Beispiel mit den Fibonaccis zeigen. Also arbeitet durchaus mit diesem Indikator. Schaut euch wirklich an, wo hat so eine Kursbewegung begonnen? Wo hat die geendet? Und gerade wie jetzt, wo wir uns so mittendrin befinden in so einer Kursbewegung, kann man das sehr schön machen. Nimm mir also nochmal die Retracements. Wir sind hier unten gestartet, haben hier oben im Bereich 15,50 unsere Höchststände markiert. Ja, und wir sehen auch hier das 50er Niveau, das war der Bereich bei 13, 13, 10, wäre nochmal so das Widerstandsniveau gewesen. Die 12, 57er Marke wäre auch nochmal eine kleine Unterstützung. Jetzt sind wir im Niemandsland. Das heißt, jetzt 11, 87 ist das nächste Kursziel. Wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das werden wir definitiv sehen. Aber auch wenn diese Marke fällt und deshalb das langfristige Kursziel, dann haben wir Tatsache Platz bis 10, 75 hier unten in dem Bereich. Und da sind die Retracements hier natürlich immer ein ganz tolles Hilfsmittel, um sich einfach hier solche Kursziele am Markt dementsprechend mit herauszukristallisieren. Also untergewichten, weiter Short, wer Short ist, hält das Ganze langfristiger Stop über die Marke 13,15 und das Ganze hier weiter laufen lassen. Take Profit könnt ihr euch im Bereich 11 Euro, 10 Euro 70 platzieren. Wie gesagt, wenn die Marke hier bei 11,87, 11,90 fällt, wird das Ganze auch relativ schnell wirklich bis zum Start dieser Kursbewegung hier durchlaufen. So, die RTL Group, die haben wir meines Erachtens auch nicht drin, würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, die haben wir leider nicht in unserer Portfolio hier mit drin. Nein, haben wir nicht mit drin. Deshalb bleibe ich da noch beim DAX. Die nächste Anfrage ist hier nämlich die Apple-Aktie. Also Quatsch, nicht beim DAX. Ich gehe jetzt mal auf Apple, Apple und Allianz. Also schauen wir uns die Apple-Aktie als erstes mal mit an. Nehmen hier so ein paar Kurs.
Linien und Marken nochmal raus, die wir haben. Und dann machen wir hier mal die Apple-Aktie. Bleibt weiter uninteressant. Ich habe es euch ja gesagt, wir sind in dieser neutralen Marktphase. Wir sehen das kurzfristig. Sind wir hier noch so ein bisschen unterstützt in diesem Bereich? 125 war das aktuelle Unterstützungsniveau. Da sind wir rangelaufen, das hat gehalten. Deshalb bleibt das hier in dieser neutralen Konstellation. Wird aber ganz spannend. Ich glaube, da hatte ich letzte Woche drüber gesprochen, wenn wir uns einfach mal die Höchststände kurzfristigerweise hier oben miteinander verbinden. Da sehen wir, kristallisiert sich hier gerade ein neues Handelssignal Long heraus. Und das passt auch pünktlich zum Start der Apple iWatch hier in Deutschland, der ja, glaube ich, in dieser oder nächsten Woche ist. Das kurbelt natürlich die Gesamtmärkte an. Dementsprechend hofft man hier wahrscheinlich auf ein Ausbruchsszenario. Also wenn wir das heute auf Schlusskursbasis halten, dass wir den Schlusskurs hier oberhalb dieser Linie haben, dann hätten wir nochmal ein klassisches kurzfristiges Kaufsignal. Sehen wir auch unten in der Stochastik, die hat sogar schon nach oben gedreht. MACD auch kurz davor, ein Handelssignal zu generieren. Das hätten wir dann praktisch hier in dieser Konstellation am heutigen Tage. Ja, und dann haben wir natürlich ganz klar Platz erstmal in Richtung der hier am 23. 24. Februar markierten Höchststände, ist der Bereich bei 134,50. Da ist also durchaus kurzfristig hier Potenzial. Ja, und wenn wir das schaffen sollten, den zu überwinden, natürlich auch weiter nach oben. Für kurzfristige Investoren war ja auch zwischendurch mal eine Frage, ob wir ein Einstiegssignal hätten von Peter. Da wäre hier ein klassisches Handelssignal. Wer kurzfristig sich hier positionieren möchte, hat bei der Aktie von Apple ganz gute Chancen. Stop definitiv unterhalb der 125. Das sollte das aktuelle Stop-Niveau hier sein. Dann ergibt sich auch noch ein einigermaßen Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Wenn wir auch nur in dem Bereich 134,50 hier hochlaufen, ist okay. Aber wie gesagt, da solltet ihr euch definitiv ausstoppen lassen, beziehungsweise mit dem Unterschreiten dieser 125 ergibt sich dann natürlich auch ein sehr, sehr schönes Short-Signal, weil dann haben wir hier durchaus Platz. Erster Step 120, dann aber eher in Richtung 115 beziehungsweise 105, der Bereich, wo wir hier eigentlich mit dieser Kursbewegung gestartet sind. So, Walmart kommt noch als Frage rein, dann bleiben wir mal bei den Amerikanern, die müssten wir eigentlich mit drin haben. Aktien, Vereinigte Staaten und dann scrollen wir mal nach unten. So, Walmart Stores füge ich mal in meine Watchlist mit dazu und dann können wir uns die natürlich hier gerne auch nochmal anschauen. Keine Angst, ich habe die Allianz-Aktien nicht vergessen. Die können wir uns dann auch gleich nochmal aus dem DAX anschauen. So, aber machen wir erstmal hier die Walmart-Aktien. Ja, Walmart relativ uninteressant. Walmart seit langer, langer Zeit, eigentlich das ganze Jahr in so einer Seitwärtstrendbewegung, aber eher negativ sehe ich diese Aktie. Wir sehen, wenn ich die Höchststände hier miteinander verbinde, sind wir hier oben gedeckelt. Ist der Bereich jetzt aktuell bei 18,15. Ich habe hier einfach die Höchststände aus Anfang März, 23. März miteinander verbunden. Das war der aktuelle Deckel bei 18,15. Sind wir dran gescheitert. Heute so ein Pullback nochmal an dem Bereich. Wie gesagt, kann man sich in die Watchlist mit reinnehmen, auch wenn ich mir das Ganze von der anderen Seite anschaue, sprich die Tiefstände hier einfach mal miteinander verbinde, sehen wir, sind wir hier bei 17,75 nach unten sehr, sehr schön supported und wir sehen, wir laufen hier in so einem Chart-Dreieck schön in so eine Spitze rein und das bedeutet immer, dass hier ein Handelssignal in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Ja, Handelssignal Long wäre mit dem Überschreiten der Marke hier bei 18,15, also sagen wir mal bei 18,25, ergibt sich hier sogar ein mittelfristiges Buy-Signal bei dieser Aktie. Auf der anderen Seite löst sich diese Formation nach unten auf, sprich unterschreiten wir die Marke bei 17,75, gibt sich hier natürlich ein schönes Short-Signal, wobei die Ranges hier sehr, sehr eng sind. Wir sprechen dann hier über 50 Cent nach oben und nach unten. Also hier ist nicht viel Spiel drin, bewegt sich wie gesagt auch längerfristig. Wir können uns das mal auf einen längerfristigen Chart anschauen. Eigentlich hier in einer sehr, sehr kleinen Range. Da muss man nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wenn sich das Ganze hier nach oben auflöst, durchaus interessant, kann man sich auf jeden Fall hier mit in die Watchlist mit reinpacken und dementsprechend das Ganze hier mit anschauen. Achtung, falsche Aktie analysiert. Wir haben die Wall Street. Ja, gut, dass ihr mich darauf hinweist. Super. Erzähle ich hier komplett falsch. Wunderte mich schon von den Preisen. Oh, Entschuldigung, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. War ein kleiner Test, ob ihr noch dabei seid. Nein, Walmart,
Spaß beiseite. Hier sehen wir natürlich ganz katastrophal der Chart. Ganz klassischer Abwärtstrendkanal. Wir sehen das hier seit Anfang des Jahres, also wo die Gesamtindizes nach oben gelaufen sind, läuft der Titel hier nach unten. Und ganz, ganz fatal, wir haben hier in der letzten Woche die wichtige Unterstützung, die wir noch im Bereich der 80er Marke haben, unterschritten. Deshalb hier auch weiter Verkaufsdruck. Ja, und das dürfte sich hier auch ganz klar weiter fortsetzen. Wir bleiben hier kurz-, mittel-, langfristig in einem Abwärtstrendkanal. Muss man den Chart hier sogar ein bisschen stauchen, wo sich die nächsten Unterstützungsniveaus befinden. Das wäre die 75er Marke. Das sehen wir hier aus der Historie. 75, also hier das neue Kursziel. Also das wird sich weiter hier fortsetzen. Kann man, wer short ist, short bleiben. Auf keinen Fall hier ein Long-Einstieg. Wird sich also auch hier in den kommenden Tagen und Wochen MACD, Stochastik weiter short, weiter fortsetzen. Muss man, wie gesagt, nicht rein. Also vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. So, jetzt wollte ich natürlich hier noch die Aktie der Allianz analysieren. Hatten wir ja besprochen. So, deshalb suche ich mir die jetzt mal raus, gucken, dass ich auch die richtige nehme. Jawohl, da ist er. Und weil auch hier, und das ist ein Indiz dafür, dass natürlich auch so ein Gesamtindex knickt, wenn wir uns natürlich die Einzeltitel des DAX 30 anschauen, sehen wir, generieren wir natürlich auch in den Einzelaktien hier ganz viele Kaufsignale. Und hier ist es auch, weil war vorhin auch eine Frage, wo sind interessante Einstiegsmomentums? Wenn ich mir hier einfach mal diesen Aufwärtstrendkanal mit reinlege, sehen wir, laufen wir auch hier direkt ran an das Unterniveau bei 160. 160 kurz, mittel, langfristiges Unterstützungsniveau. Wir sind hier oben in der letzten Woche bei dieser geraden Marke von 170 gescheitert, sahen dann diese erste Korrektur in Rundenrichtung 160. 160 aber hier die ganz, ganz wichtige Unterstützungsmarke. Fällt diese Marke, läuten wir neben der kurzfristigen Korrektur eine mittelfristige und langfristige Korrektur rein. Mit den ersten Kurszielen, Quatsch, falscher Stuhl, mit den ersten Kurszielen 150 sehen wir hier in der Historie, wäre das nächste charttechnische Niveau und mittelfristig sogar in Richtung 140. Da befindet sich dann das nächste charttechnische Niveau. Also deutliches Abwärtspotenzial. Und wir haben, wenn wir hier unten diese Linie, die grau schraffierte, mal nach unten verfolgen, hier auch die Verkaufssignale. MACD auf Verkauf gedreht, Stochastik aus der überkauften Zone auf Verkauf gedreht. Also hier haben wir Platz und Potenzial nach unten. 160 ist die letzte Reißleine. Fällt diese Marke bei 160, geht es definitiv weiter nach unten. Dementsprechend sollte man sich hier draus verabschieden. So, geht noch Fresenius. Ja, die schaffen wir noch als letzten Titel. Und dann wollen wir uns die hier auch gleich nochmal mit anschauen. Fresenius haben wir zwei. Jetzt weiß ich nicht, wollen wir die Fresenius Medical Care? Die haben wir bisher nämlich immer gemacht. Deshalb denke ich mal, bezieht sich die Anfrage dann auf die FMC-Aktie. Wenn nicht, einfach nochmal ein kleines Feedback hier im Chat hinterlassen, ob es dann die andere sein sollte. Ja, auch hier sehen wir, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung bei Fresenius gesehen. Hat sich deutlich nach oben bewegt, aber auch im Rahmen des negativen Gesamtmarktes in der letzten Woche hier mit eingeknickt. Ja, und wenn ich mir hier kurzfristig mal meine Linie reinziehe, da sehen wir, da wäre mein kurz- und mittelfristiger Aufwärtstrendkanal. Sehen wir, haben wir mit dem Fall der 80er Marke nach unten hier dann auch diese klassische Verkaufskonstellation. Wir haben hier diesen Aufwärtstrendkanal durchbrochen, haben hier also auch ein ganz klassisches Verkaufssignal bei der Fresenius Medical Care Aktie. Das, was wir heute gesehen haben, war ein Pullback. Wir sind rangelaufen an die 80, können auch bis 80,40 laufen. Da wäre die genaue Begrenzung sehen, aber konnten diese Höchststände auch schon nicht mehr halten, wären abprallen. Ja, und dann auch hier ein klassisches Doppeltop, zwar so ein bisschen verschoben. Das zweite Top ist ein bisschen höher als das erste. Aber trotzdem mit diesem Bruch dieses Aufwärtstrendskanals ein klassisches Verkaufssignal. Wir sehen es auch hier unten bei Stochastik und MACD, neue Verkaufssignale generiert. Das deutet also in den nächsten Tagen eine Fortsetzung dieser Korrekturbewegung mit an. Ja, wo kann es hingehen? 75 haben wir noch ein erstes kleines Unterstützungsniveau. Das wäre die erste Marke, die wir jetzt hier in der aktuellen Handelswoche ansteuern. Ja, und wenn diese Marke leider fällt, dann haben wir hier deutliches Kurspotenzial, dann haben wir Platz bis hier unten in dem Bereich bei
65 Euro. Also da sollte man sich definitiv dann hier aus dieser Aktie verabschieden. Ich würde es jetzt schon machen. Wie gesagt, mit dem Durchbruch der 80 haben wir hier einen neuen Trend eingeläutet, einen Abwärtstrend, einen Korrekturmodus. Und dementsprechend sollte es hier weiter nach unten gehen. So, ich darf mich bedanken für die rege Teilnahme. Hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen. Freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Und in dem Sinne wünsche ich allen eine erfolgreiche Handelswoche. Viel Erfolg an den Märkten und beim Trading. Und schön, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. In dem Sinne, allen einen schönen Abend. Dankeschön.